Ich fange vielleicht mal an, indem ich mich kurz vorstelle. Also ich bin Kai Birnbruch, und komme von der Firma Vencana Interfaces. Danke. Wir sitzen in Kiel und in Essen. Ich persönlich bin in Kiel und wir machen Usability Engineering, aber nur für eine ganz bestimmte Produktgruppe vornehmlich, nämlich für die Medizinprodukte. Und da gibt es so ein paar unangenehme Regeln, wenn man da Usability Engineering macht. Und ich würde euch gerne heute ein bisschen was darüber erzählen, wie unsere Arbeit abläuft, was das Besondere ist an diesem Produktbereich und was es da speziell zu beachten gibt, welche Herausforderungen da sind und wie wir so damit umgehen. Und hoffe, dass, wenn ich jetzt in die Runde gucke, ich kenne nur einzelne Gesichter, dass wir Also, dass ich euch ein bisschen rüberbringen kann, wenn ihr den Bereich nicht so kennt, wie das Ganze funktioniert. Und dann haben wir ja diesen zweiten Teil, wo dann eben auch wir hoffentlich ein bisschen noch ins Reden kommen und uns austauschen können, ob ihr das kennt, welche Fragen ihr habt, was ihr vielleicht auch noch an Erfahrungen in dem Bereich habt. Genau, also es geht um Sicherheit irgendwie. Und das hat einen Grund, dass es um Sicherheit geht. Und das ist das sogenannte Medical Error Problem. Das ist so, dass man im Grunde mit Medizinprodukten häufig in der Situation ist, wo einiges passieren kann. Und dieses, was da alles passieren kann, das ist irgendwann als großes Problem erkannt worden, weil nämlich tatsächlich man gemerkt hat, die Leute, die Nutzer machen Fehler mit den Medizinprodukten und deswegen sterben Leute oder haben vielleicht eine schlechtere Therapie, werden irgendwie geschädigt. Und da diese Fehler, die da passieren, die hat man sich, dieses Problem hat man irgendwann einfach so deutlich gesehen, dass man gesagt hat, da müssen wir was machen. Und hier ist eine Statistik aus den USA, die sieht sehr krass aus. Also man sieht hier, dass nach Herzkrankheiten und Krebs dieser Medical Error die dritthäufigste Todesursache ist. Da muss man ganz deutlich sagen, es hat natürlich nicht alles mit Usability zu tun, längst nicht. Aber ein Teil davon hat eben doch mit Usability zu tun. Das ist natürlich auch sowas wie, ich verabreiche die falsche Therapie, treff falsche klinische Entscheidungen oder solche Sachen. Aber die Medizinprodukte sind mit dabei. Und zu den Medizinprodukten gehört eben alles, was ich bediene, nicht aber die Medikamente selbst. Es gibt sogenannte Kombinationsprodukte, die gehören auch mit dazu. Das ist dann zum Beispiel ein Inhalator oder so, mit dem ich dann ein bestimmtes Medikament verabreiche. Und diese Medizinprodukte stehen neben den Laborgeräten, das sind die In-vitro-Diagnostika, die sind ähnlich geregelt, haben aber noch so ein bisschen ein paar eigene Regeln. Und also um die dreht sich sozusagen dieses Problem. Und man hat gesehen, dass da tatsächlich in den Fällen, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, häufig eben die Bedienung eine Rolle spielt. Oder auch eine fehlerhafte Installation oder Wartung. Und nur ein kleiner Anteil dieser Probleme tatsächlich mit einem Fehler zu tun hat, der technischer Natur ist, also der in dem Produkt selbst liegt und nicht in der Interaktion zwischen dem Produkt und dem Nutzer. Und was sich da eben geändert hat, ist, dass man früher im Grunde gesagt hat, wir gucken, was ist denn da eigentlich gewesen? Und dann geht man ins Krankenhaus und da hat einer auf den falschen Knopf gedrückt und der Patient ist gestorben am Beatmungsgerät. Und dann geht man hin und schaut, was ist denn da passiert? Und dann sagt er einem, ich habe auf diesen grünen Knopf gedrückt, weil ich wollte die Beatmung starten. Das ist aber gar nicht passiert. Und dann sagt man ihm, ja, aber hier auf Seite 66 der Bedienungsanleitung steht doch, dass du auf den grünen Knopf drücken sollst, wenn die Schläuche gereinigt werden sollen. Und dann sagt er, stimmt. Warum hast du das denn nicht gemacht? Ja, weiß nicht, hatte ich vergessen, habe ich nicht mehr gelesen. Und dann hat man gesagt, ja, es ist halt doof von dir, du machst halt einen Fehler. Das war ja eigentlich klar, wie es gehört. Und damit war die Sache irgendwie abgehakt und man hat dann gemerkt,
Ja, das hilft uns aber nicht, wir kommen nicht weiter, hat dann erforscht auch, wieso machen Menschen Fehler und wie geht das vor sich, wenn Menschen Fehler machen, und was man eigentlich herausgefunden hat, ist, Menschen machen immer Fehler und man kann nicht viel dagegen machen. Das gehört irgendwie dazu, dass Menschen eben sich mal irren oder unaufmerksam sind und solche Sachen, was vergessen, all sowas. Und dann ist einfach nicht weitergekommen mit dieser Sichtweise. Und deswegen hat man die geändert. Und man hat gesagt, wir nehmen diese Situation jetzt eigentlich nicht mehr als Ursache Mensch, der Mensch macht da irgendwas Falsches, sondern wir sagen, wir gucken auf das System und sehen das als ein Symptom, dass in diesem Gesamtsystem irgendwas nicht stimmt. Und wir wählen jetzt einen anderen Ansatz als dem Nutzer zu sagen, du bist doof, mach das nicht mehr, sondern wir sagen jetzt zum Hersteller des Produktes, du musst dieses System so gestalten, dass diese Fehler möglichst nicht mehr auftreten. Und das musst du nachweisen, dass du alles getan hast, um diese Fehler im System zu vermeiden. Und du darfst nicht mehr mit dem Finger auf den Nutzer zeigen, in keinem Fall, sondern wir zeigen immer mit dem Finger auf dich. Und wir verpflichten dich jetzt gesetzlich dazu, das zu tun. Und was du dafür tun musst, ist Usability Engineering zu machen. Das heißt, jeder, der ein Medizinprodukt entwickelt, muss Usability Engineering mit dem Fokus auf der Sicherheit machen. Das heißt, du musst dich fragen, was passiert da in der Interaktion, und dieses System zwischen Mensch und Maschine oder Mensch und Produkt genau anzuschauen und zu analysieren, zu bearbeiten, zu testen, Anforderungen zu schreiben. Alles, was wir eigentlich im Usability Engineering kennen, muss ich machen. Und das muss ich dokumentieren. Und erst wenn ich das sauber gemacht habe, bekomme ich eine Zulassung, mit der ich mein Produkt dann auf den Markt bringen darf. Das heißt, hier hat sozusagen eine Veränderung stattgefunden, hin dazu zu sagen, der Nutzer macht was falsch. Der Nutzer macht einen Fehler, hinzu, es gibt einen Nutzungsfehler. Also in der Situation der Nutzung passiert ein Fehler, aber es ist nicht der Nutzer, der die Ursache dafür ist. Und diese Erkenntnis ist dann vom Gesetzgeber in unterschiedlichen Ländern in Gesetzen gefasst worden. Da gab es diese MDD, das ist ein europäisches Gesetz, genauso wie die IVDD, das ist die In-Vitro-Diagnostika, das andere ist Medical Device-Ding. Das heißt, die haben solche Vorgaben gemacht und die sind jetzt überarbeitet worden. Das seit einiger Zeit, seit 2017 ist das losgegangen, gibt es die MDR, die Medical Device Regulation, und die IVDR. Und die betonen eigentlich nochmal stärker dieses Thema Usability und Nutzungsfehler. Und da haben die Hersteller gerade große Probleme, diese MDR-Regelungen zu erfüllen. Das ist gerade ein ganz großes Thema. Davon ist Usability nur ein Teil. Und das ist auch tatsächlich ein bisschen eine Gefahr für Innovation, weil die Anforderungen so hoch sind an die Dokumentation, dass viele kleine Firmen das gar nicht mehr schaffen. Und die Branche kämpft gerade ein bisschen drum, dass man da zu vernünftigen Wegen kommt. Ich weiß auch nicht, ob ihr es gehört habt, aber es ist teilweise auch schon, es gab jetzt letztens in der Tagesschau einen Beitrag dazu, dass einfach viele Produkte, Medizinprodukte gar nicht mehr zugänglich sind, weil die MDR-Anforderungen nicht erfüllt werden und es zu aufwendig wäre, die eben nochmal zu zertifizieren. Also es ist ein ziemlich großes Problem. Usability ist ein Teil davon und es geht also dem Hersteller, der dazu verpflichtet ist, auch darum, da schmale, günstige Wege zu finden, das zu tun. Und das ist auch gut, gerade für innovative, kleinere Firmen, die da wirklich eine große Hürde jetzt auch vor sich sehen. Und in dem Bereich machen wir viel. Also wir arbeiten mit Großen zusammen, aber auch mit kleinen Startups und so und suchen dann auch gemeinsam Wege, die einerseits irgendwie der Sache gerecht werden, aber andererseits auch einfach vom Aufwand her machbar sind. Und so Gesetze, die sind eigentlich ja sehr abstrakt und da fehlt so ein bisschen was, dass man weiß, wie soll ich es denn jetzt wirklich machen. Und deswegen gibt es Standards, die werden dann harmonisiert in Bezug auf diese Gesetze. Das ist so ein Prozess in Europa, da werden Normen harmonisiert. Und da ist die Situation ein bisschen kompliziert, da gibt es halt unterschiedliche Normen, aber die wichtigste Norm
für das Usability Engineering ist die 62366. Das ist eine IEC-Norm und die sagt, so musst du Usability Engineering machen für Medizinprodukte. Da gibt es einen erläuternden Teil 2 dazu. Der ist nicht verbindlich, aber der kann einem so ein bisschen helfen. Der ist teilweise ein bisschen schlecht, aber hat den Anspruch sozusagen nochmal praktischer demjenigen, der das anwendet, Hinweise zu geben und zu helfen. Und diese Norm ist jetzt auch harmonisiert. Das war ein längerer Prozess, da gab es viel hin und her, aber das ist jetzt klar über die 6061-1-6. Geht um elektronische Medizinprodukte. Da kann man wirklich ein Studium draus machen, wie das mit diesen Normen funktioniert. Aber das ist jetzt zum Glück relativ klar, was man machen muss. Und wenn ich ein Medizinprodukt in Europa auf den Markt bringen möchte, muss ich mich nach dieser Norm richten. In den USA ist die Situation wieder anders. Da gibt es ja diese FDA, das ist diese Food and Drug Administration. Die haben das ein bisschen anders organisiert und die haben auch nochmal ein bisschen andere Regeln. Da gilt vor allem dieses Paper, was hier steht, Applying Human Factors and Usability Engineering to Medical Devices. Also die sind da ein bisschen reifer eigentlich in den USA. Die Leute da, die verstehen schon diesen Zusammenhang, den ich gerade beschrieben habe, besser. Man kann mit denen schon auf einem anderen Niveau auch über die Sinnhaftigkeit von bestimmten Dingen reden. Das ist in Europa noch nicht so sehr der Fall. Also da ist es häufig so, dass diese Auditoren, die dann eben diese Dokumente prüfen und überprüfen, ob der Hersteller das richtig gemacht hat, eigentlich gar nicht so richtig verstehen, was das eigentlich soll und was das eigentlich ist. Und da arbeiten wir auch dran. Wir haben jetzt mehrere von diesen benannten Stellen, die das eben überprüfen, auch als gewonnen, dass die bei uns ein Seminar belegen, dass wir das alles mal ein bisschen auseinanderlegen können. Und da hinkt sozusagen die Praxis eigentlich noch so ein bisschen hinter dem her, was man eigentlich sich gedacht hat. Das ist in den USA ein bisschen besser. Auch hier gibt es immer noch mal wieder Diskussionen, zum Beispiel über dieses zweite Guidance Paper hier, da ist so eine Liste mit den Geräten, die da unbedingt genau angeschaut werden müssen. Das wollen sie jetzt wieder abschaffen, weil man doch eigentlich lieber an der Sache das klären will. Also ist das eigentlich wirklich gefährlich, was man da in der Nutzung macht oder nicht? Und das bestimmt dann idealerweise auch, wie viel und was man machen muss. Dann gibt's noch UK. Da hat sich das eben durch den Brexit auch verändert. Die sind jetzt aus diesen europäischen Rahmenbedingungen raus und haben sich eigene Regeln gemacht. Und das ist jetzt das neue Guidance Paper, was die rausgegeben haben. Ist ein bisschen ähnlich zu dem, was die FDA gemacht hat. Auch China hat das ähnlich gemacht. Die haben im Grunde auch so eine FDA gegründet, haben sie auch so genannt. Und die haben das eigentlich genauso auch getan. Aber das verändert sich jetzt gerade. Also die machen was Neues und wir wissen alle noch nicht so richtig, oder jedenfalls ich weiß es noch nicht so richtig, worauf läuft es eigentlich hinaus? Wahrscheinlich aber darauf, dass staatliche Stellen da mehr Verantwortung kriegen. Mal schauen. Aber auf jeden Fall gibt es da eben, sagen wir mal, so ein internationales, so eine Gemengelage, in der aber diese Norm, die ich eben da erwähnt hatte, die 62366 als ISO-Norm, eine relativ wichtige Rolle spielt und in den meisten Ländern das Entscheidende ist. Aber USA zum Beispiel ist besonders, UK ist besonders, und es gibt zum Beispiel in Japan auch weitere zusätzliche Regeln, die man dann kennen muss. Ja, was ist das zentrale Konzept von diesem ganzen Unterfangen? Das ist der Benutzungsfehler, den hatten wir eben schon mal. Und die Definition, die ist ganz interessant. Es geht hier gar nicht darum, dass jemand was falsch macht, sondern dass jemand etwas Unerwartetes tut. Also entweder irgendwas macht, was der Hersteller nicht vorhergesehen hat oder was er nicht so will, vielleicht besser formuliert, was er nicht will. Oder der Nutzer macht irgendwas und dabei kommt was raus, was er gar nicht erwartet hat. Ja, also zum Beispiel kann es sein, dass der Hersteller einen Display-Anzeige hat, wo drei Striche zu sehen sind und davon ausgeht, dass der Nutzer denkt, ah ja, die Messung hat nicht funktioniert. Und dass der Nutzer das aber sieht und sagt, ah, das bedeutet sozusagen null, Messwert null, ja, und zieht dann falsche Schlüsse daraus. Und sowas ist auch passiert. Es gibt ja diese Geschichte auch von diesen Brustimplantaten, das ist auch ein Medizinprodukt, das hat auch mit dazu geführt. Aber es sind eben zum Beispiel auch so bei Neugeborenen, da wird ja dieser Bilirubinwert bestimmt und da gab es eben ein Display, was den Wert angezeigt hat.
Und da sind solche Verwechslungen passiert und da sind eben dann auch wirklich schlimme Sachen bei rausgekommen. Das heißt, man sagt eigentlich so, wir brauchen hier einen Plan, der Hersteller muss einen Plan haben und wissen, wie das Ganze funktionieren soll. Und wenn der Nutzer das irgendwie anders sieht oder anders macht, dann ist das ein Benutzungsfehler. Ohne dass man sagt, das ist jetzt aber schlecht von dir, was du da gemacht hast, sondern es ist einfach nur unerwartet. Und die FDA hat dann eine ganz ähnliche Definition, die sagt aber eben dazu noch, das steht hier zum Schluss, das muss auch in einem Schaden münden. Das sagt die 62/66 nicht und darüber kann man dann auch wieder viel sich im Einzelnen irgendwie den Kopf zerbrechen, aber grundsätzlich ist beides das Gleiche. Der Nutzer macht irgendwas Unerwartetes für ihn selbst oder für den Hersteller. Das ist die Idee von diesem Benutzungsfehler. Und es gibt darüber hinaus noch weitere Sachen. Das ist dieser Close Call oder Near Miss. Das sagt der Gesetzgeber, wenn du zum Beispiel den Knopf drückst, ja, wo dann jemand die falsche Dosis Medikamente verabreicht bekommt, dann ist es ein Nutzungsfehler. Ja, wenn du den Knopf drücken willst und kurz vorher sagst, ah nee, mach ich doch nicht, dann musst du in einem Usability-Test zum Beispiel das so werten, als wäre es passiert, weil es eben so knapp dran war. Das sagt dieser Near Miss. Und die Use Difficulty, das ist neu. Das ist jetzt diese Norm, die hat einen neuen Anhang gekriegt und er sagt jetzt auch, du musst dir die Schwierigkeiten angucken, die der Nutzer hat. Also wenn ich sozusagen Schwierigkeiten habe, die richtige Stelle in der GUI zu finden, wo ich die Dosierung für dieses Medikament einstellen kann, und ich brauche da lange und ich suche herum und gehe falsche Wege, dann muss ich das auch prüfen, ob das vielleicht auch eine Gefährdung sein kann. Also wenn ich so lange brauche, dass ich zum Beispiel einfach die Therapie nicht mehr rechtzeitig verabreiche. Das heißt, auch wenn eigentlich am Ende sozusagen das Ergebnis okay ist und alles so gelaufen ist und er hat es irgendwie geschafft, aber es hat ganz lange gedauert, muss ich prüfen, ob dieses, es hat lange gedauert und diese Schwierigkeit, die der Nutzer gehabt hat, auch gefährdungsbezogen ist und gegebenenfalls was dagegen machen. Ganz interessant ist, dass der Nutzungsfehler als normale Nutzung bezeichnet wird und nicht als abnormale Nutzung. Und was damit gemeint ist, ist, dass es nur ein Nutzungsfehler ist, solange der Nutzer nicht absichtlich was falsch macht. Also wenn der Nutzer sozusagen weiß, ich darf dieses Reinigungsmittel hier an dem Medizinprodukt nicht verwenden, da geht das Display kaputt, macht das aber trotzdem, weil er immer schon mal seinen Arbeitgeber ärgern wollte, dann ist es kein Nutzungsfehler, weil es einfach eine böse Absicht ist. Das heißt, ich möchte das Falsche tun, ich weiß auch, was falsch ist und ich möchte das tun. Das ist kein Nutzungsfehler, das ist dann eben, das sind andere rechtliche Fragen oder so, aber das ist nicht das, was wir im Usability Engineering dann bearbeiten. Das müsstet ihr eigentlich fast alle kennen. Also das ist nach 9241 der Prozess. Das ist das, was hier in blau aufgeschrieben ist. Also ich muss meinen Usability Engineering Prozess planen, verstehen, wie mein Kontext aussieht, User Requirements spezifizieren, Lösungen entwickeln und die evaluieren. Und was da in grau dabei steht, ist das, was jetzt in dieser Norm steht, in der 62366. Und da steht einmal drin, ich muss meinen Prozess zuschneiden auf das, was mein Produkt wirklich braucht. Da muss ich eine Use Specification schreiben und da muss ich Use Szenarien schreiben und Anforderungen definieren, zusammen irgendwie mit dem Risikomanagement. Das spielt da rein. Das ist eine andere Norm, 14971, und die greifen so ein bisschen ineinander. Das ist sehr kompliziert. Da wird sehr viel falsch gemacht. Viel großer Anteil unserer Beratungsarbeit findet in diesem Bereich statt. Und dann muss ich implementieren, ganz klassisch, und ich evaluiere. Und da sprechen die eben auch von formativen Evaluationen, die dann rückwirken in den Gestaltungsprozess, Verbesserungen herbeiführen, und einer summativen Evaluation, die im Grunde einen Nachweis liefert, ja, die Usability ist jetzt gut oder ausreichend gut. Gucken wir gleich nochmal drauf, was das eigentlich bedeutet. Das ist hier aus diesem FDA-Paper oder aus diesem Guidance-Paper, da ist, sieht man, wenn man genauer hinguckt, das ist am Ende sehr ähnlich. Ja, also ich muss einmal verstehen, was sind eigentlich die Gefahrenpotenziale, und dann muss ich mit denen umgehen und insbesondere muss ich eben auch evaluieren. Ich muss Usability-Tests machen mit Prototypen.
Wir können einmal jetzt im Schnelldurchlauf so ein bisschen durch den Prozess durch. Also ich muss diesen Plan erstellen, Nutzungsspezifikation. Jetzt kommt so ein Block, wo es darum geht, zu erkennen, wo sind eigentlich hier die gefährlichen Stellen und wie hängen die mit der Nutzung zusammen. Und das hatte ich eben schon gesagt, das ist wirklich, da geht viel schief. Dann muss ich mich entscheiden, was sind jetzt die wichtigen Sachen, die ich auch wirklich im ganzen Prozess bis zur summativen Evaluation durchziehen muss. Das muss man begründen. Dann gibt es diese sogenannte User Interface Spezifikation. Gucken wir gleich nochmal drauf. Ich muss meine Evaluation planen und ich muss sie durchführen. So. Sowohl formativ als auch summativ. Dieser Plan, der ist eigentlich aus so einer theoretischen Usability-Perspektive ganz spannend, weil ich kann hier sozusagen, habe ich so eine Art Planungstool wirklich in der Hand. Ich muss einmal sagen, was ist eigentlich mein Scope? Welche Bereiche will ich anschauen der Nutzung? Wie viel Aufwand will ich treiben? Wer soll das machen? Ich muss einen Zeitplan haben und ich muss mich auch zu den bestehenden Prozessen, die mir vorgeschrieben sind im Unternehmen, muss ich mich verhalten und muss mich dazu positionieren. Und interessant ist, dass in der 62.366 ein sehr weiter Scope für das Usability Engineering aufgemacht wird. Also da ist sowas wie Transport drin, da ist sogar sowas drin wie Reparatur oder auch eine Installation eines Gerätes oder die Entsorgung. Also das hat einen sehr großen Rahmen, eigentlich ganz im Sinne sozusagen auch des Usability Engineerings, das sagt, ja, das ist irgendwie eine ganzheitliche Angelegenheit, die wir machen wollen. Das unterstützt diese Norm eigentlich. In der Praxis haben wir das noch nie machen können, habe ich auch noch nie gesehen, dass wir eine Reparatur eines Medizinproduktes Usability engineert haben. Weil das ist einfach zu aufwendig. Wenn ich mir da überlegen muss, was passiert, wenn ich irgendeine Verlötung mache und ich mache dabei was falsch oder ich vergesse eine Schraube wieder einzuziehen oder was auch immer. Das ist so komplex, das kriegen wir überhaupt nicht unter. Das heißt, der Anspruch der Norm ist hier ein bisschen größer als das, was praktisch gemacht wird. Da konzentriert es sich doch oft hier auf diese Bedienungsabschnitt in der Nutzung. Manchmal auch noch so mit der Reinigung und so, Maintenance auch, das kommt auch vor. Storage Installation auch. Und auch Transport haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das Einzige, was da so richtig rausfällt, ist die Reparatur. Das ist irgendwie wirklich was, habe ich noch nie gesehen. Ja, und dann geht es ein bisschen darum, wie viel muss ich eigentlich machen? Und da geht es eben einmal darum, wie komplex ist das ganze System? Und was kann eigentlich passieren? Ist das schlimm, was da passieren kann oder nicht? Beim Pflaster klebe ich das Pflaster vielleicht ein bisschen daneben. Wenn ich eine Beatmungsmaschine habe, ist vielleicht das Risiko höher. Und das zählt eben auch dann, wenn ich meinen Prozess plane. Und ich muss das richtige Personal haben. Da gibt es auch nicht so richtig Regeln. Wann ist man eigentlich qualifiziert? War eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, man muss eine Schulung gehabt haben in diesem Bereich oder muss auf dem World Usability Day so einen Vortrag gehört haben. Das reicht ja vielleicht auch. Genau, dann gibt es diese Use Specification. Ist ein relativ umfassendes Dokument, wo man auch ein bisschen in Bezug zu der Gesamtdokumentation drüber sprechen kann. Wichtig für uns ist aber eigentlich, da sind Nutzerprofile drin und da wird die Use, also die Nutzungsumgebung wird beschrieben. Das ist ganz toll, weil man hier gleich am Anfang wirklich festlegt, wer ist genau mein Nutzer und wie sieht meine Nutzungsumgebung genau aus. Also kommt eigentlich auch so unserem Ansatz insgesamt sehr entgegen. Und man muss auch sagen, die 62.366 macht das ganz gut. Da sind schon viele gute Sachen auch verankert und da kommt der Hersteller auch irgendwie nie raus, ist ja auch irgendwie gut. Was wichtig ist, dass man in dieser Use Specification, leider ist eine Kontextanalyse nicht vorgeschrieben in der Norm. Das wäre eigentlich schön, das fehlt häufig, aber man muss eben auch sagen, die Use Specification ist aus rechtlicher Sicht auch was anderes als die Kontextanalyse. Weil ich hier festlege, wie soll mein Produkt wo benutzt werden und weniger, wie ist die Welt da draußen. Also manchmal sieht man die wildesten Dinge, wenn da irgendwie so eine ECMO, das ist so ein Gerät, wo ich das Blut aus dem Körper raushole, dann spüle ich das und so, da werden Flüssigkeiten gebraucht. Und das sieht man in Entwicklungsländern zum Beispiel, stehen irgendwelche offenen Eimer rum, wo Flüssigkeiten gelagert werden und so. Das ist natürlich, für den Hersteller wäre das schlecht, wenn die sagen, so kann mein Use Environment aussehen, weil die dann auch irgendwie haftbar sind und so. Das heißt,
so wie die Welt da draußen ist, das muss nicht unbedingt das sein, was ich als Hersteller auch definiere in meiner Use Specification. Da sage ich, so will ich das, dass das benutzt wird. Wenn Leute sich nicht dran halten, ist ein bisschen was anderes. Ich kann davor die Augen nicht ganz zumachen, aber ich muss auch irgendwie klar haben, wie soll das Ganze sein? Und das ist eben der Ort, wo ich das mache. So eine Kontextanalyse hat vielleicht noch viel mehr Erkenntnisse. Das machen wir auch immer mal wieder, wenn wir die Firmen überzeugt kriegen, und das ist super, aber es ist eben nicht mit vorgeschrieben. Die Use-Szenarios sind sowas hier zum Beispiel. Also vorgeschrieben ist wirklich zu sagen, ich muss irgendwie die Nutzeraktion und die Systemreaktion zusammen verstehen. Also hier schaltet der Arzt irgendwie ein Licht am Mikroskop ein, so ein großes Mikroskop, wo ich mit operiere, das Licht an, so, das ist die Systemreaktion. Und was wir jetzt machen, ist, wir schreiben den Nutzungsfehler dazu. Also was kann denn jetzt hier Unerwartetes passieren? Zum Beispiel, dass ich es einfach vergesse oder es nicht mache, das Licht einzuschalten. Und dann würde man eben gucken, was kann daraus passieren. Und auf dieser Suche nach den Nutzungsfehlern benutzen wir eine PCA-Analyse. Das ist sozusagen eine Analyse, wo ich mich frage, okay, was kann auf Wahrnehmungsebene da falsch laufen? Kann ich irgendwas falsch übersehen, falsch sehen, nicht erkennen? Was kann ich mir dazu Falsches denken? Und was kann ich Falsches tun? Und das ist sehr, sehr hilfreich. In diesem Problembereich, wie finde ich eigentlich raus, wo was schieflaufen kann, so zu denken. Und was wir machen ist, wir schreiben das einfach direkt hier in das Use-Szenario mit rein. Das heißt, wir erweitern das. Also ich soll hier eigentlich auf einen kleinen Pfeil drücken in der GUI, dann geht ein Dialog auf und ich sehe den gar nicht. Das könnte ein Problem sein. Oder ich verstehe nicht, dass der Pfeil zum Drücken da ist. Und deswegen drücke ich auch nicht drauf und dann passiert ein Nutzungsfehler, dass ich die Funktion gar nicht anwende. Und das ist eine sehr gute Methode, um diese Sachen zu finden. Und sie hilft auch dem Risikomanagement. Das ist nämlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Das Risikomanagement muss mit dem Usability Engineering zusammenarbeiten. Und das Beste ist, wir schmeißen denen einfach diese Nutzungsfehler über Zaun. Und die machen dann hier was. Die überlegen sich nämlich, was kann daraus passieren? Kann dabei vielleicht einfach eine Behandlung verzögert werden? Kann derjenige eine Verbrennung erleiden? Kann er sterben? Und dann definieren man mit denen zusammen Kontrollmaßnahmen für diese Nutzungsfehler, die dann diese User Interface Specification auszeichnen. Und das, was hier aufgemalt ist, ist sozusagen ein Muster, was diese Teile in einen sinnvollen Zusammenhang miteinander bringt, weil man dann diese Anforderungen hier formativ evaluieren kann, kann dann sagen, okay, entweder finden wir sogar neue Nutzungsfehler oder wir gucken, dass ob diese Risikokontrollmaßnahmen funktionieren. Und diese Risikokontrollmaßnahmen, das können unterschiedliche Sachen sein. Ich rede jetzt eine halbe Stunde, ich mache noch 3-4 Minuten weiter. Die können entweder im User Interface passieren oder sie können technisch vermieden werden. Also es kann sein, also ich kann mir so einen Bahnübergang vorstellen. Ja? Also wenn die Gefahr ist, dass da Auto und Zug zusammenstoßen, dann kann ich unterschiedliche Sachen machen. Ich kann einen Tunnel bauen, sodass das Auto unter dem Zug durchfährt. Dann können die gar nicht mehr zusammenstoßen. Geht gar nicht mehr. Ist technisch unmöglich. Und da brauche ich auch kein User Interface. Das geht einfach nicht mehr. Ja? Also wenn ich jetzt einen kritischen Wert bei einem Beatmungsgerät gar nicht einstellen kann, dann kann der Nutzungsfehler gar nicht auftreten. Oder aber ich mache es anders. Ich baue eine Schranke und eine Ampel dahin. Das wäre ein User Interface, das aktiv auf die aktuelle Situation reagiert. Also, dass ich zum Beispiel einen Alarm gebe. Oder ich mache einfach nur ein Andreaskreuz hin. Das ist passiv immer da, egal ob ein Zug kommt oder nicht. Das ist einfach nur eine Information, die da gegeben wird. Das sind diese drei Ebenen. Und diese beiden Ebenen 2 und 3, die müssen wieder im Usability Engineering geprüft werden, ob die auch funktionieren, ob die Leute um die Schranke rumfahren oder ob die Schranke falsch rum angebaut ist oder so. Das ist das, was dann das Usability Engineering wieder macht. Die User Interface Specification beschreibt wirklich das User Interface. Also es sind keine User Requirements, die sagen, was muss so grundsätzlich möglich sein mit dem System, sondern die beschreibt wirklich zum Beispiel eine GUI. Da benutzen wir häufig Wireframes, um die GUI dann so zu gestalten und so vorzugeben, dass sie dann schon früh im Prozess feststeht. Kann man auch zum Beispiel in Adobe XD machen und das dann auch gleich als einen Prototypen für einen formativen Test nehmen. Also es geht hier wirklich um konkrete Festlegungen, wie sieht das User Interface aus. Bei den Evaluationen, das ist euch, glaube ich, allen gut vertraut. Ja, da ist es eben so,
Du brauchst irgendwie eine sinnvolle Abfolge. Du machst mehrere formative Evaluationen idealerweise. Da bist du wirklich auch frei, was die Methodenauswahl angeht. Hast den Fokus darauf, die Produkte besser zu machen. Dann aber später auch dich vorzubereiten auf die summative Evaluation. Indem du die einübst, indem du die Methode, die du anwenden willst, einübst. Und summativ machst du eigentlich immer einen Usability-Test, keine Expertenevaluation oder so. Im Ausnahmefall machen wir das auch schon mal, aber eigentlich hast du da immer den Goldstandard Usability-Test. Teilweise sehr aufwendig, musst auch in die USA, um da zu testen, musst relativ viele Leute einladen. Das ist echt ein Kostenfaktor auch für die Firmen. Da gibt es Regelungen für Bestandsprodukte. Das heißt, wenn das Produkt schon ganz lange da ist, bevor diese Regelungen in Kraft waren, dann kannst du dich so ein bisschen aus der Affäre ziehen. Das ist für die Hersteller ganz spannend und sagen, naja, ich konnte mich ja gar nicht danach richten, deswegen mache ich weniger. Ich gucke im Grunde nochmal auf meine Dokumentation, überprüfe die nochmal und attestiere mir dann, dass ich das ganz gut gemacht habe. Das ist vielleicht für die Runde nicht so spannend, aber das ist für die Hersteller ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade im Moment. Ich muss gucken, dass ich Post-Market Surveillance mache, also den ganzen Lifecycle von dem Produkt. Ich darf nicht aufhören, wenn das fertig ist. Wenn das im Markt ist, dann muss ich weiter beobachten, ob da Usability-Probleme auftreten. Ziemlich ungelöstes Feld zurzeit noch. Da sind wir ziemlich auch dran, dass man da guckt, wie kann das eigentlich praktisch funktionieren und wie kriegt man da einen richtig guten Prozess hin. Und ich muss formal eben, das ist jetzt eher wieder was Formales, meine Prozesse auch verorten in dem Gesamtentwicklungsprozess. Das ist auch rechtlich vorgeschrieben. Ja, an der Stelle würde ich aufhören. Was ich normalerweise beim Hersteller mache, ist eben auch nochmal deutlich, dem zu sagen, pass mal auf, du musst das jetzt hier alles machen, aber du hast auch echt Vorteile davon, weil das, was wir Usability Engineers machen, das bringt so deinem Produkt auch was. Das ist für die nochmal ganz wichtig, um das einfach so ein bisschen von dieser Ebene runterzukriegen. Das ist jetzt einfach nur eine regulatorische Pflicht hinzu. Ich ergreife das, ich mache was draus und ich hebe auch diese Potenziale, die das Usability Engineering insgesamt eben hat.